Dritte Station des Bodensee Skate Cups, diesmal in Kreuzlingen in der Schweiz, nur einige hundert Meter von der Deutsch-Schweizer Grenze entfernt. Der Bodensee Skate Cup gibt es seit 8 Jahren. Das hat der Rolf Weishaupt vom Jugendzentrum in Radolfzell initiiert. Dem gilt eigentlich der größte Dank für die ganze Sache. Der hatte eine Idee mit einem regionenübergreifenden Skate-Contest und hat verschiedene Jugendtreffs ins Boot geholt. Und dieses Mal ist der Skate-Wettbewerb sogar international geworden. Und zwar dadurch, dass die Schweizer eben auch als Veranstalter mit dabei sind. Nebendran, auf der Wellenrampe, da hatten vor allem die jungen Scooterfahrer Gelegenheit, sich auszutoben und stahlen dabei manch einem Wettbewerbsskater fast die Show. Ob so oder anders, um bei solch einem Skate-Wettbewerb erfolgreich mitmachen zu können, braucht es wenigstens 3 wichtige Voraussetzungen: Geschick, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Also mitmachen kann erstmal jeder, aber um wirklich gut zu sein und richtig Preise abzuräumen, ist jahrelanges Training nötig. Man muss super hartnäckig sein. Die meisten Jungs von hier skaten zwischen, ich würde schätzen, 6 und 8 Stunden pro Tag. Auffallend war, dass im Wettbewerb nur wenige Mädchen mitgemacht haben. Was wohl mögen die Gründe dafür sein? Also, es sind ein bisschen weniger Mädels unterwegs. Es ist kein traditioneller Mädelssport, weil man sich halt viel verletzt und so weiter. Aber das wurde auch nicht wirklich mit den Mädels viel gepusht. Jetzt mit Olympia, wo es Frauenwettbewerbe gibt und Trainingsstrukturen und so weiter, gibt es immer mehr Mädels. Und in Radolfzell, wo ich herkomme, hat sich eine richtige Szene gebildet. Der Verein Knallbrett, 3 Jugendorganisationen und verschiedene Künstler stemmen den Aufwand für das Event. Die Wettbewerbsbesucher suchen sich ihre Tricks und Hindernisse meist selbst aus. Jüngere meist die kleineren, die älteren die größeren. Große und schwierige bringen für die Wertung mehr Punkte. Jeweils bei 2 Durchgängen der 3 verschiedenen Klassen: Mädels, Ü16, U16. Die Tagessieger erhalten immer kleinere Preise, die Gesamtsieger aller 4 Wettbewerbe ein Preisgeld von 200 Euro und einen Pokal. Einen Tag nach diesem Kreuzlinger Event werden die Champions der Region feststehen.